Hallo zusammen, willkommen auf meinem YouTube-Channel Zepto 3D-Druck. Im letzten Video habt ihr euch das Unboxing von dem Creality CR10S angesehen und jetzt bauen wir den Drucker zusammen. Ich habe die Kamera so ausgerichtet, dass ihr hauptsächlich den Drucker seht. Bevor wir anfangen, habe ich diese Kunststoffabdeckungen, Verschönerungen hier für die Noten abgezogen, weil wenn hier die Z-Achse drauf kommt, kann es sein, dass man sich halt leicht verkantet und es passt am Ende nicht. Es würde sogar das sogar reindrücken, aber ich will es nicht riskieren, deshalb habe ich die abgezogen, einen habe ich drin gelassen, weil dafür nutze ich den Schraubendreher, was dabei ist. Ich nutze nur das Werkzeug, was beim Drucker mitgeliefert wurde. Mal sehen, ob wir das damit hinbekommen, die komplette Installation. Ja. Zunächst nehmen wir die vier Klammern ab, damit wir die Glasplatte abnehmen können. Die soll ja bei der Montage nicht kaputt gehen. Am besten irgendwo sicher lagern. Und danach stellen wir das hier kurz auf die Seite. Was wir dann brauchen, sind die vier Schrauben. Davon gibt es auch nur vier und einen Ersatz. So war jetzt bei mir dabei. Die vier langen Schrauben und die Beilagscheiben, die selbstsichernd sind, diese Federscheiben, die sollen wir auf jeden Fall nutzen. So, was noch wichtig ist, Kreppband ist sehr gut, um den Drucker zusammenzubauen, habe ich festgestellt. Also wir kleben hier nichts zusammen, sondern nur, um das zu fixieren. Wir stellen hier Kreppband hin, holen uns die Z-Achse, stellen die auf die Seite, wo der Stepper-Motor ist. So steht sie eigentlich ziemlich stabil. Das richten wir so ein bisschen aus. So ist gut. Was jetzt wichtig ist, die Stepper-Motoren hier von der Z-Achse zeigen nach hinten. Das heißt, wir brauchen auch diesen Stepper-Motor vom Heizbett. Der muss auch zu uns zeigen, sonst haben wir den Drucker falsch zusammengebaut. Das heißt so. Und jetzt ist die Kunst bei der ersten Schraube. Wir nutzen den Imbusschlüssel, was mitgeliefert wurde. Stecken wir hier durch und bei der ersten muss man halt ein bisschen hier so, ich sage mal, probieren, aber sieht eigentlich schon gut aus. So, und die ist auch schon drin, das heißt, das ist eigentlich schon die halbe Miete. Dann nehmen wir die zweite, ist egal jetzt welches wir nehmen. Und ziehen die Schraube jetzt mal ein bisschen fester, damit das hier alles ein bisschen stabiler ist. Ja, geht auch ganz gut. Das sind auch nur vier Schrauben, also das ist sehr clever gelöst. Ich finde, der Aufbau ist sehr einfach, schon durchdacht, aber wie gesagt, ich will jetzt nicht so viel versprechen im Vorfeld. Man hört halt nur, dass der Drucker wirklich sehr gut ist zu dem Preis. So, dann wiederholen wir das mit den anderen zwei. Ja, und diese Abdeckungen für die Noten, die werde ich sowieso nicht nutzen wahrscheinlich. Ist mir so ein bisschen zu kitschig. Wenn das jemand braucht, kann er gerne mir eine E-Mail schreiben. Die gebe ich einfach kostenlos ab. Ich werde die wahrscheinlich nicht brauchen. So, mache noch die eine hier fest. Und da sieht man, was so ein Kreppband schon eigentlich tun kann. Hat mir eigentlich sehr gut geholfen. Und man kann mit den mitgelieferten Sachen schon den Drucker zusammenbauen. Weil nachdem sind es echt nur noch ein paar Schrauben und ein paar Stecker, die wir hier zusammenstecken müssen und hier einfach handfest, also man braucht jetzt echt nicht zuzuknallen, das ist ja alles Alu. So, so steht eigentlich der Drucker schon. Klappband kann man da wegnehmen und so sieht man den Drucker eigentlich schon in voller Pracht.
Man sieht jetzt natürlich das obere für euch nicht, aber das ist uninteressant, was hier oben ist. So, wichtig ist hier unten der ganze Aufbau. Dann drehe ich den Drucker, weil das wäre jetzt die Rückseite. Das soll bei mir auch hier auf dem Schreibtisch kommen. So nach hinten. So, mit dem Schrittmotor vom Heizbett. Genau. Und wichtig ist, wenn man den halt später hinstellt, dass hinten genug Platz ist, falls er auf Endlage fährt, dass man den Stecker hinten nicht beschädigt vom Heizbett. So, das war eigentlich schon die halbe Miete. Jetzt nehmen wir die T-Profile. Das mit dem Endschalter kommt auf die Seite, wo der Extruderantrieb ist. Das ist eigentlich sehr einfach. Die Schrauben sind leicht zu. Hier sind ja diese Nutensteine. Und diese Nutensteine, die drehen wir einfach ein bisschen auf und richten die halt so, wie die Noten sind. Das heißt, die unteren müssen nach so zeigen und die oberen so nach oben. Und wenn man die festzieht, die ziehen sich so selbst automatisch fest. Und hier gibt es auch nicht viel zu beachten, weil man kann hier eigentlich gar nichts falsch machen, weil der Platz ist eigentlich schon festgelegt dafür. Man zieht einfach die Schrauben fest. So. Damit hat man den Endstopp für die Z-Achse automatisch hier und man stabilisiert die Z-Achse mit der Y-Achse unten, indem man diesen T-Stück hier festschraubt. So, die würde ich auch nur handfest ziehen. Was natürlich noch wichtig ist, sagen viele, man sollte alle Schrauben kontrollieren, also wirklich alle. Habe ich auch gemacht, also die ganzen einzelnen hier mal so nachziehen, weil es kann sein, dass es halt beim Transport, dass sich einige Schrauben gelockert haben, aber ich muss sagen, ich habe schon meine im Vorfeld komplett kontrolliert. Es war keine Schraube locker, bis auf die von der Z-Spindel. Die müsst ihr auf jeden Fall noch, nachdem wir den Drucker in Betrieb genommen haben, mache ich das, weil ich das einfacher finde. Und dann drehen wir das nochmal hier um 90 Grad. Und machen die andere Seite. Es ist genau das gleiche. Hier ist halt nur kein Endschalter, weil wir haben auf der anderen Seite ja einen. Das langt. So, und dann kommt es hier auch drauf. Und so ist eigentlich, also das ist unglaublich, wie schnell man einen Drucker zusammenbaut. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich bei meinem X400 nur an die Elektronik rangehen will und will da was machen, das kostet schon eine halbe Stunde circa. Da muss man alles zerlegen und hier ist das alles schön offen. Ich finde es irgendwie sehr schön und sehr einfach. Ich bin auf die Druckergebnisse sehr gespannt, weil in der Community haben Leute echt coole Sachen gepostet. So, die sind auch handfest gezogen. Wir sind eigentlich mit dem Zusammenbau von dem Drucker fertig. Das ist ein bisschen witzig, aber das ist wirklich so. So, der Drucker ist jetzt eigentlich betriebsbereit. Also betriebsbereit heißt noch nicht ganz betriebsbereit, aber fast. So, dann nehmen wir noch den, diese Filamentüberwachung. Auf die bin ich auch noch gespannt, wie gut das funktioniert, weil ich hatte schon, also ich habe echt wenig Erfahrung mit sowas, aber ich hatte schon einen Drucker, der sowas hat. Da war ich nicht so sehr glücklich. Hat immer dann funktioniert, wenn ich es nicht gebraucht habe irgendwie. Und das haben sie auch mit dem FDM-Drucker gedruckt. Das Druckergebnis sieht jetzt so nicht sehr schön aus, aber es reicht wohl. Okay, so. Das wird hier einfach aufgesteckt, keine Schrauben, gar nichts. So, dann brauchen wir das Netzteil. Also, ich sage halt immer Netzteil zu dem Teil, aber da ist halt auch die komplette Elektronik drin. Und man kann hier hinten auch nichts vertauschen. Wir haben hier, so sind nur zwei Steckverbindungen. Das eine ist für den Heizbett, für das Heizbett und das andere ist für den Extruder. Und das ist mit den vier Polen ist für das Heizbett und das andere ist für den Extruder oben. Also es ist eigentlich
schon geregelt, wo welche Stecker hinkommen. Man kann gar keine Fehler machen. So, dann stecken wir die mal rein. Netzteil ist fertig. Ja, das mit den Kabelführungen, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das gefällt mir nicht so sehr. Es werden auf jeden Fall Schleppketten, also so Führungsschienen oder sowas in der Art, so eine Kabelschleppkette wird folgen. Muss ich gucken, ob wir was auf Singiverse finden. Wenn nicht, dann machen wir halt selber was, was genau für den Drucker passend ist. Der hier ist für die Z-Achse, die zwei breiten Stecker, die sind auch schön beschriftet, Z, Z. Also man kann jetzt nicht den anderen auf die andere Seite, weil der eine hat auch noch einen Stecker, das ist für den Endstop, der mit den zwei Steckern, ist für den Endstop. Man kann auch den Stecker im Vorfeld schon reinmachen, dann spart man sich diese hier leichte Fummelerei, aber es geht. Also ich habe es schon auch so gemacht beim ersten Versuch, so kompliziert ist das nicht. Okay, jetzt geht es wahrscheinlich nicht, weil ich es einfach vorführe, aber geht sehr gut. Super. Den nehmen wir hier für den Stepper-Motor. Hier war noch ein bisschen Folie. So. Also ich mache jetzt hier nicht eine spezielle Kabelführung. Ich lege das einfach unter dem Drucker. Ich denke, so haben es die meisten gemacht. Und auf der anderen Seite wiederholen wir das Gleiche und stecken das in den anderen Z-Motor. Das ist ja auch der Unterschied zwischen dem 10, also CR10 und CR10S. Wir haben hier zwei Schrittmotoren, die die Z-Achse über zwei Spindeln antreiben. So gesehen ist unser Z-Antrieb schon fertig und den Endstopper haben wir auch, also hier funktioniert auch. Dann gibt es hier noch ein Stecker, schauen wir mal, was da hier drauf steht. Hier steht nichts drauf, ist auch gut. Ich gehe mal davon aus, da wo nichts drauf steht, und hier sind auch drei Pins, das ist wahrscheinlich für diesen Filamentsensor hier, genau, wird wahrscheinlich der sein. Das ist der einzige, der wohl nicht beschriftet ist. So, was ist das hier? Hier steht Y-Achse, das heißt, wir brauchen einmal für Y-Endstop und einmal Y-Schrittmotor. Ja, ich nehme das mal alles jetzt unterhalb von dem Item-Profil. So, und dann stecken wir das auch rein. Also auf die Stecker müsst ihr achten, die kann man nur mit einer, die haben so eine Verpolsicherung drin, durch diese zwei Führungen, aber wenn man natürlich Gewalt anwendet, dann kriegt man die auch so rein, das ist klar. So, was eigentlich uns jetzt gerade noch fehlt, ist hier, das ist das mit den drei Steckern. Einmal haben wir X Stepper Motor, X Endstop und E ist für Extruder. Da wir so nur einen Extruder haben, muss man uns auch keine Gedanken machen und irgendwie suchen, sondern gehen zum Extruder und stecken den Stecker hier rein. So, fertig. Das ist für, ja, hier ist Z-Achse, Stepper-Motor, also Stecker ist unten. Zack, rein damit. Dann hier Endstop. So, wenn wir den drin haben, und ich habe von den Werkzeugen fast nichts gebraucht im Moment, also habe nur den Schraubendreher und einen Imbusschlüssel gebraucht und so ist schon der Drucker zusammengebaut. So ist der Drucker zusammengebaut, da gibt es auch nicht viel zu beachten, wie gesagt, man muss nur gucken, dass das hier gut drauf sitzt. Und hier kommt noch der Trick, da gibt es jetzt in der Anleitung stand jetzt nichts drin. Ich muss sagen, die Anleitung, die ist halt sehr dürftig. Da steht nicht viel.
Aber es gibt bestimmt im Netz viele Anleitungen, da muss man halt dann gucken, wenn man da irgendwas braucht. Aber ich sehe hier schon, ich habe ein Kabel, doch passt, sogar perfekt, okay. Weil das mit dem Extruder, das gefällt mir nicht so sehr, da muss auf jeden Fall was passieren. Aber das kommt dann in Zukunft, ne? So, da machen wir Filamentabroller, das ist auch voll cool. Also ich denke, für den Anfang ist das echt cool. Hier einfach das Teil, da sind diese Rändelschrauben, der Kunststoffkopf. Einfach zack drauf. Da haben sie auch einen Ersatz mitgeliefert, falls man wohl einen verliert oder so. Ja. So. Das ist hier die Filamentrolle. So, das ist auch sehr einfach. Also man macht die Mutter hier einfach ab von der Rolle, tut sie von der anderen Seite dann hier drauf schrauben und gut ist. So hat man hier einen Filamentabroller, was von der Höhe perfekt hier in den Sensor reingeht und von dort aus in den Extruder und natürlich dann direkt weiter zum Kopf. Ja, den brauchen wir jetzt nicht. Stromkabel habe ich schon verlegt bei mir, also war schon am Tisch. So, dann stecken wir hinten den Stecker. Und hier ist noch wichtig, man kann zwischen 220 und 110 Volt hin und her schalten halt. Und hier muss man halt gucken in Europa, in Deutschland, dass das hier auf 220 Volt steht, ist bei mir der Fall. Also, dann schalten wir den Schalter mal hinten ein und gucken. Also, es leuchtet schon mal. Und das Erste, was ich mache, ist, ohne jetzt hier großartig was zu machen, ich ziehe den ein bisschen vor, dass, wenn das Druckbett zurückfährt, dass das Kabel noch ein bisschen Spiel hat hier. Und dann gehen wir auf Prepare und dann auf Auto Home. Hier home zuerst mal das Ganze und wenn das mal daneben gehen sollte, immer auf dem Schalter bleiben, kann man sagen, okay, ich mach's aus oder der hat Crash gefahren, bevor wir irgendwas beschädigen. Jetzt kommt noch ein Schritt, weil wenn wir jetzt die Z-Achse bewegen, da haben sie sich vorher schon Gedanken gemacht, das finde ich auch gut, weil wenn wir die Z-Achse jetzt von Hand bewegen, also gehen wir auf Prepare, Move Axis, machen wir mal 1 mm und Z. Wenn wir die Z-Achse bewegen, tut sich da gar nichts. Die Schrittmotoren drehen, weil die Kupplung, die ist noch nicht gekoppelt. Also man muss noch die Schrauben festziehen an der Kupplung. Also machen wir nochmal Auto Home. So, Auto Home ist fertig. Und hier ist wichtig, den Printer würde ich jetzt nicht großartig bewegen, ne? Aber ich will es euch auch zeigen. Und hier sind die Madenschrauben auf der Kupplung. Die gibt es auf beiden Seiten, da muss man die beiden Motoren halt nivellieren und dann zieht man diese Madenschrauben fest. Also das ist jetzt auch nicht viel oder so, einfach mal schön locker handfest. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine Stahlspindel, da geht zwar nichts kaputt, aber man weiß ja nie. Also auf der anderen Seite das gleiche nochmal. So, also das wären insgesamt 4 Schrauben, damit ihr Bescheid wisst, weil es gibt noch 2 Schrauben unten, die braucht man nicht festziehen, die sind am Steppermotor. Da wird die Kupplung am Steppermotor festgezogen. So, die ist fest. So, dann lassen wir die Z-Achse mal bewegen, gehen auf Prepare. Fahren mal mit der Z-Achse nach oben, also ins Plus, ich mache mal jetzt einfach plus 200. Ich fahre die Z-Achse nach oben, weil hier sind die Messingboxen für die Führung von den Trapezspindeln, die sind auch locker. Das ist beabsichtigt so, erst wenn der Drucker steht, richtet sich alles, das ist, hat noch als Spiel und man sollte die dann halt erst im Nachhinein festziehen.
Und dafür würde ich den Drucker einfach mal einmal hochfahren auf ca. 200. Dass man so die Hälfte von der Spindelhöhe hat, weil der hat ja 400 in der Höhe. Das finde ich so sehr schön, dass man 400 in der Höhe fahren kann. Das bieten echt wenig Drucker. So, jetzt bin ich bei 200. Genau, das sieht man hier auch. Ja. Und hier sind oben an der Spindel, können wir denselben Immo-Schlüssel nutzen, was unten für die Kupplung genutzt wurde, sind zwei Immo-Schrauben. Und die müssen einfach nur festgezogen werden, damit sich die Buchsen nicht bewegen, einfach frei. So. Wie ihr seht, geht der Zusammenbau eigentlich recht fix. Und auf der anderen Seite das gleiche natürlich nochmal. Da sind auch nur zwei Schrauben. Aber natürlich müsst ihr darauf achten, ob irgendwelche anderen Schrauben locker sind, weil der Drucker hat schon ein paar Schrauben und da sollte schon darauf geachtet werden, dass alles fest ist, weil das tut sich dann wieder spiegeln, wenn ihr druckt, dass die Druckergebnisse dann nicht so schön aussehen, weil irgendwo doch Spiel ist oder so. So, ich muss sagen, die eine ging jetzt ein bisschen komplizierter zu, aber okay, funktioniert. So, die Schrauben sind fest. Ich will auch nicht viele weitere Tests hier machen. So ist eigentlich der Drucker zusammengebaut. Man kann jetzt noch die Glasplatte drauflegen, wenn man möchte. Hier und dann die Klammern drauf machen. Dann kann man den Drucker auch meinetwegen schon homen. Aber zum Homen, da machen wir so extra ein Video. Das machen wir dann alles gemeinsam. So, dann machen wir die vier Klammern dran. Was ich noch machen würde, ist, ich würde halt den Funktionstest machen, weil die Achsen, die funktionieren ja alle. Das haben wir schon gemacht. Also wir heizen jetzt den Drucker hoch, also zumindest den Extruder, und gehen auf Prepare. Bei Prepare gibt es unten Preheat PLA und dann kann man Preheat PLA wählen. Das obere ist für den Kopf und das Bett ist für das Heizbett. Aber das Heizbett brauchen wir nicht, außer du willst einen Funktionstest machen. Kann ich dir empfehlen, machst du PLA Bett hochheizen. Ich kann nur sagen, das ABS, da ist 110 Grad eingestellt. Ich habe das probiert, irgendwo so bei 88 Grad hat dann der Drucker nicht mehr weiter hochgeheizt. Vielleicht geht das irgendwann mit der Zeit, muss man probieren. So, dann heizen wir die Düse hoch, da macht er 185 Grad. Und in der Zeit nehmen wir mal die Rolle raus und können dann auch mal von Hand Material extrudieren. Das ist echt niedlich. So eine kleine Rolle hatte ich noch nie. Finde ich cool. So. Und jetzt kommen schon die einzelnen Werkzeuge zum Einsatz. Diese Knipser, so ein Seitenschneider, den muss man sich ja auch wieder im Baumarkt kaufen. Kostet ja auch wieder 3-4 Euro. So. Dann. Man muss wahrscheinlich mit dem Netzteil ein bisschen weiter zurück, weil sonst hat man so einen blöden Winkel. Okay. Fühlt sich ein bisschen komisch an. So, dann versuchen wir mal hier mit dem, also diese Filamentzuführung, das finde ich echt überhaupt nicht schön. Das passt einfach irgendwie nicht, dass das irgendwie an der Spindel mithängt. Aber naja, was willst du machen? So haben sie den Drucker gebaut und wir müssen gucken, wie wir damit klarkommen. Also das Filament einzufädeln ist gar nicht so einfach beim ersten Mal. So, jetzt bin ich hier drin. Hängt das da hinten, also muss ich PTFE-Schlauch abziehen zuerst. So, jetzt bin ich erstmal durch, ein bisschen Material. So, und so, das funktioniert auch eigentlich sehr gut. Dann machen wir PTFE-Schlauch wieder auf und dann
gucken wir uns das mal an. Was haben wir? Wir haben 184 Grad, 185. Ich würde sagen, machen wir noch 10 Grad mehr. Wie geht das? Unter Preheat kann ich da nicht noch. Ich muss wahrscheinlich unter Control, genau, Control Temperature. Dann gehe ich auf Nozzle. Bei Nozzle mache ich mal 195 oder 200. Ist egal. So, und dann tun wir mal Material extrudieren auf Prepare. Move Axis gehe ich mal davon aus. 1 mm und Extruder. Ja. So, dann geben wir mal ein bisschen Material und gucken uns das an, ob sich auch alles dreht. Ja, es dreht sich. Wenn jetzt noch Material rauskommt, also ich mache das jetzt zum ersten Mal, habe es vorher auch noch nicht getestet, dann bin ich wirklich happy, dass es schon alles auf Anhieb klappt. So, also der Drucker fördert gerade. Ja, ich habe hier noch nicht komplett hier durchgeschoben. Deshalb dauert es ein bisschen wahrscheinlich, weil der macht das sehr langsam. Der Kopf ist sehr schön, also klein und wirkt auch sehr leicht. Ich denke, man kriegt damit wirklich sehr gute Druckergebnisse abgebildet, da der Kopf einfach halt sehr leicht ist. Es ist sehr gut gelöst, das mit dem Boden Extruder, also der Antrieb, dass der direkt am Extruder sitzt. Also man hat nicht so einen langen PTFE-Schlauch wie bei manch anderen Bodenextrudern, weil bei manch anderen Bodenextrudern, da sitzt der Extruder hier oben in der Ecke zum Beispiel. Und dann, wenn wir hier unten drucken, dann hat man natürlich diese 400 mm mindestens, plus noch diese vom Druckbett, kann man nochmal 10, 20 draufrechnen, dann sind wir schon bei 50, 60 cm Boden-PTFE-Schlauch und das wirkt sich alles auf das Druckbild aus, weil man muss ja das Filament in diesem Stück hier vorschieben. So, und? Kommt jetzt gleich was? Ja, der fördert noch. So, sehr schön. Ah, ich sehe sogar was kommen. Das heißt, die haben das auch vorher getestet anscheinend, weil hier kommt was Schwarzes. Wir haben hier weißes PLA drin. So, wie ihr das hier sehen könnt, tut der Drucker auch schön extrudieren. Das Heizbett ist auf 45 Grad geheizt. Das ist schon eine Vorgabe, was in der Firmware hinterlegt ist. Das kann man uns angucken, ob wir mit dem 45 klarkommen. Gegebenenfalls muss man das halt in der Firmware anpassen, dass wir halt anstatt 45, 50 oder 60 brauchen, weil ich drucke PLA oft mit 60 Grad, 55, 60 Grad Druckbett. Ach, na super, ich drehe hoch, aber das ist unnötig. So, also, wie man sieht, funktioniert alles sehr schön. Wir haben auch Filament extrudiert. Und der Drucker ist wirklich sehr schnell jetzt zusammengebaut, ohne großen Aufwand. Funktionieren tut er. Im nächsten Video wird der, jetzt könnt ihr mich auch wieder sehen, im nächsten Video wird der Drucker nivelliert. Das machen wir dann auch gemeinsam. Und das erkläre ich euch auch. Es ist auch aber jetzt kein Kunstwerk. Das kriegt jeder hin. Der Drucker hat sogar extra noch so ein Menü hinterlegt, wo man hier tippeln kann, dann fährt er die vier Punkte ab und man muss einfach mit der Rändelschraube unten drunter den Abstand anpassen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Drucker, viel Spaß beim Zugucken. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.